dürfen Vermieter Haustiere verbieten und bei Schimmel euch die Schuld in die Schuhe schieben oder euch direkt kündigen, wenn ihr einmal die Miete nicht gezahlt habt? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke, und heute geht es um die 10 Dinge, die Vermieter nicht dürfen, aber oft trotzdem machen. Legen wir los. Erste Sache: Vermieter wollen oftmals den Zweitschlüssel behalten, aber da kann sich der Mieter selbst ein Bild machen und selbst entscheiden, ob er das möchte, dass ein Vermieter auch einen Zweitschlüssel hat. Er hat nämlich erstmal den alleinigen, uneingeschränkten Zugang zur Wohnung, und der Vermieter muss sich rechtzeitig anmelden, wenn er in die Wohnung will. Er hat kein Recht auf den Zweitschlüssel, selbst wenn er das sagt. Wenn der Mieter checkt, dass der Vermieter noch einen Zweitschlüssel hat, kann der Mieter sogar das Schloss austauschen lassen auf Kosten des Vermieters. Darf der Vermieter so ohne weiteres die Wohnung betreten? Wollen manche Vermieter auch ganz gerne. Nee, darf er nicht. Nur nach Anmeldung darf er das. Ansonsten kann das sogar einen Hausfriedensbruch darstellen, obwohl die Wohnung im Eigentum des Vermieters steht. Also ohne vorherige Anmeldung geht da nichts. Aber ihr als Mieter müsst den Vermieter dann reinlassen zu folgenden Zwecken: um einen Kauf- oder Nachmieterinteressenten reinzulassen. Also wer die Wohnung kaufen will oder da mieten will, der muss reingelassen werden nach Voranmeldung. Zur Erforschung von Schadensursachen, wenn also irgendwie ein Wasserschaden war. Zum Ablesen von Messvorrichtungen, wenn also die Heizung abgelesen werden soll. Oder zum Ausführen von Reparaturen. Muss aber allerdings immer abgesprochen sein. Nur ganz, ganz ausnahmsweise, wenn es wirklich eine Beinahe-Katastrophe gibt, also irgendwie was anfängt zu brennen oder riesige Wassermengen von eurer Decke runtertropfen, dann, und ihr nicht zu erreichen seid, dann kann der Vermieter auch ohne euer Einverständnis da rein. Optimalerweise sollten Vermieter aber auch die Polizei noch dazu holen, um nicht das Risiko sich auszusetzen, einen Hausfriedensbruch zu begehen. Darf der Vermieter euch eigentlich die Untermiete generell verbieten? Das ist also auch häufig so, dass Vermieter sagen, nix da, die Wohnung wird an keinen weiteren vermietet. Das darf er nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres, denn ihr könnt, sofern es ein berechtigtes Interesse gibt, also meinetwegen finanzielle Schwierigkeiten oder den Wunsch, mit einer anderen Person zusammenzuleben, mit eurer Freundin, eurem Freund zusammenzulegen, den Vermieter um Erlaubnis fragen, dass die Wohnung auch jetzt von Zweien bewohnt wird. Und er kann das Ganze nur verweigern, wenn es besondere Gründe gegen die Person des neuen Mieters gibt. Ansonsten darf er diese Untervermietung nicht verweigern. Bei einer kürzeren Urlaubsabwesenheit, also von 6 Wochen, da muss man nicht mal den Vermieter fragen, wenn Verwandte oder Bekannte in der Wohnung wohnen. Das ist also wie ein zulässiger Besuch zu werten. Auch mal ganz gut zu wissen, aber jetzt bitte nicht auf die Idee kommen, Airbnb-Vermietung dann da anzubieten. Das funktioniert nicht, das sind keine Freunde oder Bekannte mehr, denn das wäre eine Untervermietung, die dann wiederum genehmigungspflichtig wäre. Das würde in diesem Fall zu weit gehen. Darf der Vermieter generell euch Haustiere verbieten? Das hat der Bundesgerichtshof entschieden im Jahre 2013. Da ging es um Standardklauseln in Mietverträgen, wo drin steht, Katzen sind nicht gestattet oder Hunde sind nicht gestattet. Das geht so nicht, hat der Bundesgerichtshof gesagt. Man muss vom Fall zu Fall entscheiden, wie groß ist die Wohnung, was ist das für ein Mieter und was ist das für ein Haustier. Und dann kann man nur im Einzelfall eventuell ein Haustier nicht zulassen. Fische, Kleintiere, also Kleintiere wie Vögel, Fische, Hamster, Kaninchen, gegen die ist nach Meinung der Gerichte generell nichts einzuwenden. Auch exotische Tiere sind kein Problem, wenn sie ungefährlich sind. Allerdings Giftschlangen gab es mal ein Urteil zu Kampfhunden, die können wohl verboten werden. Aber ihr könnt euch merken, kein generelles Haustierverbot, das funktioniert so nicht. Darf der Vermieter dem Mieter immer die Schuld geben, wenn irgendwo Schimmel auftaucht? Sicherlich eines der häufigsten Streitigkeiten im Mietrecht. Schimmel irgendwo und der Vermieter sagt immer wieder, ja, schlecht gelüftet.
Aber in der Regel, bei einem Großteil der Verfahren geht es eben nicht darum, dass der Vermieter schlecht gelüftet hat, sondern meistens ist es so, dass es bauliche Ursachen sind, dass die Luft nicht zirkulieren kann und dann der Vermieter sogar tatsächlich schuld ist. Darf der Vermieter kündigen, wenn er die Miete mal nicht gezahlt hat? Nein, darf er nicht. Es gibt da einen Paragraphen 543 BGB, da ist genau geregelt, wann er die Miete kündigen darf und aus welchen Gründen, das Mietverhältnis kündigen darf, aus welchen Gründen. Und das geht nur, wenn ihr entweder 2 Monate unmittelbar mit der Miete hintereinander im Verzug seid oder insgesamt ihm eine Gesamtsumme von 2 Monatsmieten schuldet. Also da müsstet ihr dann hellhörig werden, wenn ihr 2 Monatsmieten nicht gezahlt habt, kann auch ohne Ankündigung euch gekündigt werden. Habt ihr aber jetzt eine Monatsmiete im Rückstand, zahlt dann wieder, kommt dann wieder eine Monatsmiete in Rückstand und zahlt dann wieder, dann wäre das sogar erlaubt. Habt ihr aber 2 Monatsmieten aufkommen lassen, sofortige Kündigung, da also vorsichtig sein. Da gibt es auch keine Abmahnung vorher. Darf der Vermieter den Mieter bei einem Verkauf kündigen? Also, Vermieter möchte gerne die Wohnung weiterverkaufen und denkt sich, naja, gibt ja vielleicht mehr Geld, wenn ich den Mieter vorher rauskicke. Ja, das geht aber nicht, denn Kauf bricht Miete nicht. Das heißt, die Miete, die läuft in der Regel weiter. Problematisch ist nur, dass die neuen Eigentümer eine sogenannte Eigenbedarfskündigung geltend machen können. Wenn die neuen Eigentümer also selber keine Wohnung haben, sagen, ja, wir haben die jetzt gekauft, wir müssen da rein, können die auf Eigenbedarf klagen, kann aber nicht der Vermieter, sondern nur die neuen. Und wenn der Mieter ein großes Wohnhaus in neue Objekte aufgeteilt hat, dann ist diese Eigenbedarfskündigung so schnell nicht möglich. Nach 3 Jahren frühestens darf dann gekündigt werden und in Ballungsgebieten sogar bei bis zu 10 Jahren muss man dann jeweils gucken, wo ihr da genau wohnt. Also da geht es aber um die Aufteilung in Eigentumswohnungen, die vorher nicht bestanden hat. Punkt 8, derjenigen Dinge, die Vermieter nicht dürfen, aber trotzdem machen. Viele Vermieter verpflichten euch, die Wände bei Auszug zu streichen. Das sind solche Klauseln. Wer auszieht, muss die Wände in Weiß streichen. Und diese Klauseln, das hat der Bundesgerichtshof im November 2013 entschieden, die sind unwirksam, wenn keine Gebrauchsspuren sind und die Wände noch top in Ordnung sind, kann man euch nicht verpflichten, einfach so die Wände wieder zu streichen. Man kann euch übrigens auch nicht verpflichten, die Wände weiß zu streichen, sondern in dezenten Farben und ihr könnt entscheiden, in welchen Farben diese gestrichen werden. Genauso gilt das für Keller renovieren, Türen von außen streichen. All solche Klauseln sind unwirksam, werden euch aber oftmals trotzdem aufgedrückt. Darf der Vermieter den gekündigten Mieter einfach so rauswerfen? Also folgende Konstellation: Ihr habt, wie gerade gesagt, 2 Monatsmieten nicht gezahlt und er sagt, ja, super, gekündigt und raus. Nee, das geht im Mietrecht nicht so ohne weiteres. Er muss danach noch ein Räumungsurteil erwirken. Das heißt, da muss noch ein Verfahren angestrengt werden, bis sie aus der Wohnung wirklich rausfliegt. Das ist das Problem bei sogenannten Mietnomaden. Die gehen erstmal rein, bis man die wieder raus hat. Die haben gar kein Geld. Ja, bis man die raus hat, kann unwahrscheinlich lange dauern, weil erst hat man die Kündigung, da ist es schon ein langes Verfahren. Danach kommt die Räumungsklage und dann fallen unwahrscheinlich viele Mieteinnahmen aus und die kann man oftmals bei diesen Mietnomaden nicht zurückholen. Letzter Punkt von den Dingen, die Vermieter nicht dürfen: Dürfen sich die Vermieter 6 Monate Zeit lassen für die Abrechnung und Rückzahlung der Kaution. Ihr kennt das, das Mietverhältnis ist beendet, wollt natürlich eure Knete, die ihr als Kaution hinterlegt habt, wiederhaben. Und dann sagt der Vermieter: Moment mal, ich habe doch 6 Monate Zeit, um Nebenkosten und Kaution abzurechnen. Das ist aber falsch, denn es steht im Gesetz, nach angemessener Frist muss das Geld zurückgezahlt werden. Diese Frist ist in der Regel 3 Monate. Falls noch eine Nebenkostennachforderung zu erwarten ist, darf der Vermieter das Geld noch zurückverlangen, muss euch den Rest aber schon mal zurückgeben. Also diese 6 Monate, die sind Kokolores und das wird oftmals nur von Vermietern versucht, weil sie in der überlegenen Position sind und das entsprechende Wissen haben. Aber ihr habt es jetzt auch, das Wissen über die Dinge, die Vermieter nicht dürfen, aber trotzdem machen. Vielleicht kennt ihr ja noch andere Leute, die auch in einer Mietwohnung wohnen. Für die könnte das Video interessant sein. Teilt es gerne weiter, gebt uns einen Daumen rauf, falls euch das Video gefallen hat. Und schon nächste Woche gibt es das nächste Video zum Thema 10 Dinge, die
dann aber Fahrkartenkontrolleure nicht dürfen, aber trotzdem machen. Also bleibt dran, ich würde mich freuen. Tschüss und bis dahin.